Hallo und herzlich willkommen zum geilsten Volleyballmagazin der Welt. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von GCDW TV. Viele von euch werden sich gefragt haben, worum geht es bei GCDW TV eigentlich genau? Was ist das? Und vor allem, wer ist eigentlich dieser GCDW? Bevor wir loslegen, gibt es deshalb nochmal für euch die Antwort auf genau diese Frage kurz zusammengefasst. Was ist GCDW TV? GCDW TV ist das Volleyballmagazin vom GCDW. GCDW steht für geilster Club der Welt. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber so bezeichnen sich die Herrschinger Volleyballer eben schon seit Jahren. Und genauso verrückt und geil wie der GCDW ist auch GCDW TV. Denn dieses Volleyballmagazin besteht aus und also aus Lifestyle-Beiträgen und Sportberichterstattung. Diese großartige Form der Unterhaltung gibt's ab sofort immer dienstags nach den Heimspielen des GCDW. Und warum dieser Club nicht nur geilster Club der Welt heißt, sondern auch tatsächlich ist, das erklären wir euch das nächste Mal. Ja, nicht erst nächste Woche, sondern schon letzten Samstag hatten die GCDWler ihr erstes Heimspiel. Unter dem Motto, am 28.09. wird's geil, hatten die Herrschinger eine große Volleyballparty versprochen und auf einen Sieg gehofft. Ob das tatsächlich geklappt hat und ob es ein wirklich so gelungener Abend war, das seht ihr jetzt in den GCDW-Highlights. Mit Flips, dem Killerwal als Unterstützung, starteten die Herrschinger am vergangenen Samstag in ihr erstes Heimspiel vor knapp 500 Zuschauern. Und es sollte eine große Show werden. Die Herrschinger, gegen Dachau noch mit 3-1 gewonnen beim ersten Spiel, in den schwarzen Trikots fanden direkt ihren Rhythmus. Am Ende war es dann Jan Wenke mit der Nummer 12, der hier den psychologisch wichtigen ersten Punkt macht und somit Herrsching direkt auf die richtige Bahn führt. Schön lang hinten ins Eck und nicht zu verteidigen für den Gegner. Und es ging weiter. Schlüssel zum Erfolg bereits im ersten Satz war vor allem die harten Angaben, unter anderem von Neuzugang Patrick Steffen und der gute Block. Aber auch Sebastian Brüsener, der Neuzugang von Generali Hachim, glänzte mit guten Annahmen und brachte somit viel Sicherheit ins Herrschinger Spiel. Hier ist es Roy Friedrich, ebenfalls Neuzugang von Generali Hachim, der am Ende dann den Punkt für den GCDW machen konnte und somit bereits im ersten Satz alles gut für die Herrschinger. Dann Satzball für Herrsching beim Stand von 24:18. Sebastian Brüsener mit der Angabe. Und dann ist es ein Fehler seitens der Mainzer, der den Herrschingern den ersten Satz beschert und natürlich für richtig gute Laune sorgt und Auftrieb gibt für den zweiten Satz. Aber auch die Fans waren direkt begeistert aus dem Häuschen. Richtig gute Stimmung in der Nikolaushalle Herrsching. Im zweiten Satz ging es dann ähnlich weiter, ein klein wenig knapper als das 25:18 im ersten Satz wurde es da, doch die Herrschinger immer wieder mit harten Angriffen und zu viele Fehler seitens der Mainzer, die vor allem in der Annahme Probleme hatten und einfach keinen richtigen Block stellen konnten aufgrund ihrer unterliegenden Größe. Der zweite Satz endete somit 25:20, etwas knapper, aber immer noch recht deutlich, denn auch vor allem der Block war es, der den Mainzern zu schaffen machte. Hier Jan Wenke zusammen mit Patrick Steffen. Kein Durchkommen für den gegnerischen Angriff. Die Mainzer immer wieder gescheitert am Herrschinger Superblock. In der Halbzeitpause heizten die Cheerleader der Starnberger Argonauts, der Footballer aus Starnberg, den Zuschauern weiter ein und sorgten für gute Laune. Im dritten Satz bekam Herrsching dann eine wahre Volleyball-Show zu sehen. Die Mainzer immer wieder am Block gescheitert und Herrsching gnadenlos in der Chancenverwertung, immer wieder mit Punkten, verzweifelnde Gesichter bei den Mainzern. Die Aufschläge zu fest, der Block zu stark, auch dieser Angriff zeigt, dass die Herrschinger den Mainzern einfach an diesem Tag keine Chance ließen. Julius Höfer mit der Nummer 5 schlägt so fest gegen den Block, dass der Ball einfach hinten ins Aus geht. Julius Höfer, ja, ein sehr gefragter Mann und vor allem ein sehr talentierter Spieler, der sich aber zum GCDW bekannt hat und einer der Leistungsträger bei den Herrschingern ist. 24:13 hieß es dann, Satzball und Matchball für die Herrschinger. Der allererste Aufschlag für Mainz.
Und der erste Ball sollte es dann auch gleich sein, den die Herrschinger verwerten. Sebastian Brüsener mit dem letzten Punkt an diesem Tag zum 25:13 im dritten Satz und somit zum 3:0-Sieg. Weitere 3 Punkte für die Herrschinger, die den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Und das als Aufsteiger. Eine großartige Leistung, die natürlich auch vom Publikum honoriert wird und auch vom gegnerischen Trainer. Die Fehlerquote bei uns war definitiv zu hoch. Gut, mit einem Satzgewinn liebäugelt man immer. Wir waren zweimal zumindest mal leicht dran, haben es dann wieder mit einzelnen Fehlern abgegeben. Schade, aber 3-0 ging absolut verdient in Ordnung für Herrsching. Ja, sehr zufrieden. Es ging perfekt auf. Taktik ging super auf. Die Spieler haben besser gespielt, als ich dachte. Haben ihre Aufgaben besser erfüllt, als ich dachte. Die Zuschauer waren begeistert, obwohl es am Schluss relativ klar war. So ist super. Perfekter Start. Also heute bin ich sehr zufrieden. In Dachau war es nicht ganz so prickelnd, aber heute war die ganze Mannschaft überlegen, gegen Mainz vor allem. Also die haben wir gut unter Kontrolle gekriegt. Von vorne bis hinten entspannte Leistung. Ein wirklich gelungener Auftakt für die Herrschinger Volleyballer und ein Spiel, das Lust auf mehr macht. Falls ihr euch jetzt schon gefragt habt, warum euer Bild plötzlich schwarz-weiß ist, nein, das liegt nicht an eurem Bildschirm, sondern vielmehr an unserer nächsten Rubrik. Denn die heißt Gedichte einmal geil und beschäftigt sich mit den Tiefen der Volleyball-Lyrik. Gedichte einmal geil. Heute mit Julius Höfer und dem Blockkönig. Der Blockkönig. Wer steht da am Netz, so angespannt? Es ist der Roy mit der großen Hand. Er wartet auf Gegner und den Ball. Er wartet gespannt auf den großen Knall. Der Gegner, er spielt 1, 2 und 3. Sie ahnen noch nichts, es ist gleich vorbei. Der Angreifer zieht zum Angriffsschlag auf. Der Roy denkt sich lässig, hau du nur drauf. Seine Muskeln, die spannen, sein Blick, der ist scharf. Er freut sich schon tierisch, dass er blocken darf. Das Grinsen des Gegners ganz plötzlich vergeht, als dieser am Netz den Block stehen sieht. Und als er schlägt ganz fest auf den Ball, er endlich ertönt der gierige Knall. Ein Rums und ein Bums, dann ist es geschehen. Die Gegner den Ball in ihr Feld fallen sehen. Ein Punkt für den Club, den geilsten der Welt. Das ist es, warum dem Roy das Blocken gefällt. Vom Blockkönig zum Kochkönig. Denn in der Rubrik GCDW lässt nichts anbrennen, zeigen euch die Spieler von Herrsching ihre Lieblingsgerichte und werden zu echten Helden hinterm Herd. Für die erste Ausgabe haben sich sogar gleich 2 Spieler bereit erklärt und sich mal an Topf und Pfanne gewagt. Grüß euch Gott zur ersten Ausgabe vom GCDW TV. Wir sind hier bei GCDW lässt nichts anbrennen in der Casa di Dorant mit unserem Superkoch Tobias Hohner und Benedikt Dorant. So meine Lieben, heute kochen wir einen Herrschinger Fitnesssalat mit einem gebratenen Roastbeef vom Rind und Entenbrust. Überragend. Dazu haben wir uns besorgt verschiedene Blattsalate, rot und grün, Rucola. Weiter geht's mit ein bisschen was Roten, Tomaten und was Grünem, eine Gurke. Dann kommen wir weiter zum Hauptgericht. Natürlich das Wichtigste an der ganzen Sache ist hier unsere Entenbrust. Im Hintergrund und im Vordergrund unser leckeres Rinder-Roastbeef. Ansonsten haben wir noch wenige Gewürze. Wir haben hier Rosmarin, Thymian und Knoblauch. Natürlich haben wir noch zum Knuspern ein schönes Spaghetti gekauft. Und dazu natürlich wie immer Salz, Pfeffer und Essigöl fürs Dressing. So, die Pfandal sind schon ein bisschen warm, gell? Ja, wir fangen dann auch direkt an. Wir hitzen die etwa auf 80%. Mit der Entenbrust, weil die braucht ein bisschen länger. Da brauchen wir nur ganz wenig Fett, weil die Haut der Entenbrust selber sehr fetthaltig ist. Sprich, wir tun nur ein klein wenig Fett in die Pfanne. Unsere Entenbrust, die wir noch davor ganz kurz, ganz leicht rautenförmig an der Haut einritzen. Wichtig, nicht zu tief. Wir wollen es nur leicht einritzen. Wir legen unsere Entenbrust dann mit der Hautseite zuerst in die Pfanne. Zur Entenbrust dazu geben wir eine zerdrückte Knoblauchzehe in die Pfanne. Und
ein wenig Thymian. So. Die Ente ist in der Pfanne. Wir machen weiter mit unserem Roast Beef. Da brauchen wir ein klein wenig mehr Fett. Wir nehmen hier Butterschmalz, weil das hat einen wunderbar hohen Erhitzungsgrad. So, unser Fleisch ist gewürzt. Wir legen es auch in die vorgeheizte Pfanne rein. Auch zum Fleisch kommt ein bisschen Gewürze. Zerdrückter Knoblauch. Und wir machen ein bisschen Rosmarin mit in die Pfanne hinein. Während unser Fleisch in der Pfanne brutzelt, bereiten wir schon mal unsere Salate vor. Sprich, wir schneiden die Gurke und Tomate. Salate haben wir schon gewaschen und das richten wir jetzt ein bisschen zusammen. Jawohl. Also brauchen wir am besten eine große Schüssel. Und ein Schneidebrettel, ja. So, da haben wir unser Salatschüsselchen, gell. So, die Salate sind bereits gewaschen. Wir nehmen hier jeweils eine Hand Rucola und eine Handvoll von den Blattsalaten. Die Blattsalate, die zerwuchsen wir leicht, die sind natürlich ein bisschen zu groß für den Mund. Der Rucola, der passt. So, der Salat ist soweit fertig. Dann die Gurke ein bisschen auf. Oh. So. Da haben wir recht große Cocktailtomaten, deswegen schüttel ich die ein bisschen. Der Salat ist aufgerichtet. Jetzt ist die Zeit, dass wir mal das Fleisch und die Ente umdrehen. Die Ente müsste jetzt 50 goldbraun sein. Drehen wir das doch mal um, gell? Die Ente da auch hier. Ja, ziehen wir erstmal runter tun. Ziehen wir ein Auge damit. Kimmst du da mal her. So, wunderschön knusprig, braun, schwarz. So, da la. Genauso wie es gehört, für GCDW TV. Ein bisschen lang. Naja, ein Traum, gell, auch das Roastbeef. So, jetzt mal den Thymian drauf, wunderbar. So, unsere Ente und unser Fleisch sind mittlerweile genug angebraten, von beiden Seiten schön gleichmäßig. Nehmen wir raus aus der Pfanne. Nehmen wir aus, oder? Nehmen wir aus, genau, die Ente nehmen wir auch raus. Das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen, den haben wir auf 110 Grad gestellt, da braucht es ungefähr eine knappe halbe Stunde. So. So, machst du ein bisschen Alufolie? Hilfst du mir da mal mit der Alufolie? Ja, klaro. Während der Bene die Alufolie ausrollt, würzt sich unser Fleisch noch mal kurz. Denn jeder weiß, Würze ist schön, Salz ist lecker. Die Ente auch, auf beiden Seiten noch ein bisschen ansalzen. Was denn? Der Pfeffer auch ein bisschen. Und danach legen wir die Ente und das Rindste in den Ofen zum Garziehen. Dressingverhältnis ist immer 1 zu 3. Gell? Ja, 1 zu 2. 1 zu 2. Also. Ein Drittel. Ein Drittel. Essig. Machen wir erst einmal ein bisschen Öl. Und 2 Drittel Olivenöl, oder halt? Ja, machen wir erstmal so 2 Drittel. Das wird schon passen. Mal schauen, ob es passt. Das schaut gut aus soweit. Dann nehmen wir mal den. Was nehmen wir? Ja, nimmst von dem ein bisschen was und von dem ein bisschen mehr. Nehmen wir den dunklen. Zum Glück haben wir nicht zu viel Salat in die Schüssel rein, sonst wird das ja gar nicht funktionieren hier. Ach, ja. Schau, dann machen wir einen Drucktest, gell? Ah, Fleisch schaut gut aus. Nein, das ist überragend, ja. Sieht das aus, gell? Also liebe Zuschauer, ihr habt jetzt gesehen, wie wir unseren Herrschinger Fitness-Teller machen. Ich denke, es schaut wirklich einladend aus zum Nachkochen. Dabei viel Spaß und das nächste Mal begrüßen euch zu anderen Gesichter bei GCDW lässt nichts anbrennen. Prost! Prost! Check out your coat.
So, meine lieben Fans und Freunde vom geilsten Club der Welt. Das war's auch schon wieder für heute von GCDW TV. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 8. Oktober. Dann wieder mit mir und hoffentlich auch mit euch. Bis dahin, immer feste Draufmöllern.